John. Der Amerikaner John aus dem Bundesstaat Pennsylvania, der seinen Nachnamen anonym halten möchte, war seit 18 Jahren mit seiner Frau Donna verheiratet. Die Ehe war nicht immer einfach, aber trotz allem liebten sie sich. Sie waren schon seit ihrer Jugend zusammen und für John war sie seine Traumfrau. Er könnte nie ohne sie sein. John hatte schon eine Weile ein ungutes Gefühl. Es schien, als würde sich etwas ändern. Donna kam nach der Arbeit oft spät nach Hause. Wenn John sie fragte, warum, gab sie nur vage Antworten. Das machte ihn natürlich misstrauisch. John hatte eine Drohne, mit der er schöne Fotos und Videos aus der Luft aufnehmen konnte. Und er begann sich zu fragen, ob er diese auch auf andere Art und Weise nutzen könnte. Sie könnte nützlich sein, um seine Frau zu filmen, wenn sie das Haus verlässt. So würde er genau sehen, was sie tat und sogar Beweise sammeln. Natürlich hoffte John, dass er nichts Schlimmes sehen würde, aber man weiß ja nie. Es machte ihn nervös, aber er tat es trotzdem. Donna ging an einem normalen Tag zur Arbeit. Sie verabschiedete sich von John und ging zur Tür hinaus, ohne zu wissen, dass John ein ganzes Experiment vorbereitet hatte. Als sie zur Tür hinausging, machte er sich an die Arbeit. John brauchte ihr nicht einmal selbst zu folgen. Er konnte einfach die Drohne einschalten und würde dann zu Hause alles sehen können. Soll ich das tun? John zweifelte kurz, fuhr dann aber einfach mit dem Plan fort. Soweit war alles normal. Donna ist nur ihrer normalen Route gefolgt. Es gab nichts Ungewöhnliches. Vielleicht war das alles nur in seinem Kopf. Wahrscheinlich konnte er seiner Frau, mit der er 18 Jahre verheiratet ist, vertrauen. Ein Ende ihrer Ehe wäre der größte Albtraum seines Lebens. Er könnte ohne sie nicht leben. Plötzlich sah er Donna in eine andere Richtung gehen. Oh nein, das war nicht richtig. Das war nicht der Weg zur Arbeit. Er hielt den Atem an und beobachtete die Bilder genau. Donna ging in Richtung eines abgelegenen Parkplatzes. Während sie ging, löste sie die Haare. Sie begann, ihr Haar zu bürsten, sodass es gut gemacht war. Direkt vor ihr stand ein schwarzes Auto, das einzige Auto auf dem Parkplatz. Es sah aus, als würde Donna in diese Richtung gehen. Das konnte nicht normal sein, dachte John. Die ganze Situation schien sehr merkwürdig und sie hat sich auch noch die Haare gebürstet. Es musste einen anderen Mann geben. John konnte es nicht glauben, sein Herz begann schneller zu schlagen. Donna ging tatsächlich auf das Auto zu. Eines der Fenster war offen. Sie beugte sich herunter und gab jemandem einen Kuss. John stand jetzt völlig unter Schock. Er fühlte sich schrecklich. Es schien, als ob all die 18 Jahre seiner Ehe weggeworfen wurden, nachdem er diesen Kuss gesehen hatte. Er wusste nicht mehr, was er tun sollte. Dann stieg seine Frau in das Auto ein und es fuhr weg. John hat dann auch beschlossen, seine Drohne nach Hause zu schicken. Er konnte nicht mehr weiterschauen. Es machte ihn kaputt. Wie konnte sie ihm das nur antun? Und wer zum Teufel war dieser Mann? Wie sollte er ihren Kindern davon erzählen? In den folgenden Tagen war John ruhiger als je zuvor. Er konnte immer noch nicht glauben, was er gesehen hatte und wusste nicht, was er als nächstes tun sollte. Früher oder später würde er Donna mit dieser Sache konfrontieren müssen, aber er wusste nicht wie. Irgendwann hatte er endlich genug Mut gesammelt. John erzählte Donna, dass er ihr großes Geheimnis kenne und es gesehen habe. Donna wusste sofort, worum es ging, und sie brach in Tränen aus. Auch die Frau fühlte sich jetzt schrecklich. Sie beschloss jedoch, gleich ehrlich zu sein. Donna erklärte John, was passiert war. Sie erklärte, dass sie den Mann nur ein paar Mal gesehen hatte und dass es nichts Ernstes war. Es war nur der Beginn einer Affäre und nur ein kleiner Flirt, behauptete sie. Sie plante, es zu beenden. John war immer noch traurig und wütend. Ihre Erklärung machte die Situation nicht viel besser. Dies war immer noch etwas Unverzeihliches. Die Ehe war vorbei, dachte John. Er wollte nicht mit einer solchen Frau weitermachen, die ihre Ehe nicht ernst nehmen konnte. Donna wollte wirklich ihr Bestes für John tun, damit ihre Beziehung gerettet werden konnte. Doch er wollte nichts mehr davon wissen, er warf sie aus dem Haus und schließlich ging sie. Er fühlte, dass er seine eigene Frau nicht mehr kannte. Es war zu schmerzhaft, weiter mit ihr zusammen zu sein. Deshalb dachte er, es wäre besser, sich zu trennen, egal wie schwer es war. Das Haus fühlte sich nun leer an, ohne Donna.
John fühlte sich jetzt noch schlechter. Er vermisste sie furchtbar. Er wollte in ihrer Nähe sein und ihre Anwesenheit spüren, auch wenn sie ihn so sehr verletzt hatte. So wütend er auch war, er erkannte, dass er Donna immer noch zurück in seinem Leben haben wollte. Er hatte das Gefühl, dass er ohne sie nicht leben konnte, obwohl sie einen so großen Fehler gemacht hatte. John und Donna waren immer noch in regelmäßigem Kontakt miteinander. Nach einer Weile beschloss John, sie zu fragen, ob sie wieder nach Hause kommen wolle. Er hatte sie zu sehr vermisst. Donna hat ihn auch vermisst. Vielleicht konnte er ihr doch noch verzeihen. Donna sagte immer wieder, dass ihr alles so sehr leid tue. Und so kam das Paar wieder zusammen. Viele Menschen würden wahrscheinlich eine Beziehung beenden wollen, wenn sie von ihrem Partner gestalkt werden. Aber Donna sagt, dass sie so etwas nie wieder tun wird und dass sie jetzt versteht, wie wichtig es ist, loyal zu sein. Jetzt bemüht sie sich noch mehr um ihre Ehe. Viele Menschen sagen, dass so etwas inakzeptabel sei und dass man in einer Ehe niemals fremdgehen sollte. Wenn sie diese Person wirklich lieben, dann würden sie auch niemals fremdgehen. Das ist das Schlimmste, was man in einer Beziehung tun kann. Außerdem sagten einige, dass Menschen, die fremdgehen, nie daraus lernen, sich nie ändern und es am Ende noch öfter tun. Was auch immer andere für eine Meinung haben mögen, John und Donna haben sich trotzdem entschieden, zusammen zu bleiben. Sie arbeiten nun beide daran, ihr Vertrauen zurückzugewinnen und ihre Ehe zu verbessern. Es ist nicht immer einfach, aber sie tun ihr Bestes und geben nicht auf. Josh Huck. In dieser nächsten Geschichte werden wir sehen, dass eine Drohne auch andere wichtige Dinge entdecken kann. Der Amerikaner Josh Huck war Professor an der UC Berkeley. Wie John hatte er seine eigene Drohne. Er benutzte das Gerät oft und eines seiner größten Hobbys war es, damit schöne Videos zu drehen. Er tat dies regelmäßig an einem Strand, an dem er wohnte, dem Pacifica Beach im Bundesstaat Kalifornien. Es war ein wunderschöner Tag. Die Sonne schien, der Himmel war klar und auf diese Weise würde er auch coole Videos machen können. Er kam am Strand an und hielt seine Drohne bereit. Auf den Bedienelementen gab es ein Bild, auf dem er genau sehen konnte, was gefilmt wurde. Es war ruhig am Strand. Er war fast alleine dort. Er sah den schönen Himmel und die Wellen. Es war alles perfekt. Plötzlich sah er etwas Seltsames. Es sah nicht wie eine Welle aus. Es sah aus wie etwas, das angespült wurde. Aber was war es? Er sah es sich genau an und war schockiert. Es sah aus wie ein Mensch. Eine Frau war an Land gespült worden. Josh rannte sofort hinüber, um zu sehen, was los war. Er versuchte, der Frau zu helfen, aber sie war bewusstlos. Jetzt geriet er in Panik. Er bezweifelte sogar, dass sie noch am Leben war. Währenddessen filmte seine Drohne, die er völlig vergessen hatte, immer noch alles. Nach einer Weile landete sie von selbst wieder auf dem Boden. Nachdem Josh erkannt hatte, wie schlecht es der Frau ging und dass ihr Leben in Gefahr war, rief er sofort um Hilfe. Kurz darauf traf eine Gruppe von Rettungskräften ein, die genau wussten, was zu tun war. Schließlich konnte die Frau gerettet werden, aber es war eine knappe Sache. Josh hat ihr das Leben gerettet, weil er die Aufnahmen seiner Drohne hatte. Sie sah und sofort um Hilfe rief. Sie ist Josh und den Notfallhelfern unglaublich dankbar. Diese Erfahrung hat ihr wirklich die Augen geöffnet und sie merkt jeden Moment, wie viel Glück sie hatte und immer noch hat, dass sie hier ist. Wir sehen also wieder einmal, dass eine Drohne sehr nützlich sein kann. Es ist eine sehr gute Erfindung. Vielleicht sollten wir uns auch eine zulegen. Was würdest du filmen, wenn du eine Drohne hättest? Teil uns deine Meinung in den Kommentaren mit. Wir sind wirklich neugierig. Wir haben noch viele weitere interessante Geschichten für dich auf Lager. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir hoffen, dich morgen für ein neues Video wiederzusehen.